Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Fashion, frischen und tollen Replay zusammen mit mir, eurem Rio. Und zwar heute mit dem AMX 1390 und gespielt wird das Ganze vom Norad 45 aus dem Clan Garrett. Und wir sind auf der Karte, ja, unverkennbar Steppen. So sieht das Team aus. Relativ ordentliches Matchmaking hier mal, relativ gut verteilt. Er ist hier im 10er-Match gelandet mit dem AMX 1390. Im besten Fall wäre er ja 9er-Match mit dem Ding. Aber ich glaube auch hier wird er vielleicht was reißen können. Schauen wir mal. Ihr wisst ja schon, dass er was reißen wird. Sonst wäre das Replay ja nicht ausgewählt. Naja gut, er hat sich für eine 9er-0er-Linie entschieden. Beziehungsweise eben für die rechte Seite dort im Flachland, nenne ich es immer ganz gerne. Eigentlich ist es überall flach. Aber hier gibt es mehr Berge. So, auf seiner Seite mit dabei ist ein WZ-130, ein T-54 sehe ich da, eine Badgehead und ein TVP. Aktuell offen auf der Gegnerseite am X50B auch ein TVP, noch eine Badgehead und ein Leopard 1. Schauen wir mal, was er hier reisen kann. Er hat immerhin schon fast 1000 Schaden platzieren können, also 4 gut platzierte Schüsse aus dem ersten Clip. Man kann also sagen, fast jeder Schuss ein Treffer. Jetzt halt nicht mehr. Und der ging auch noch rein. Not bad. Also 5 Schuss platzieren können, gerade aus dem ersten Clip. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Und hat hier APCR jetzt geladen als zweiten Clip. Was ich nicht zu 100% nachvollziehen kann, weil er eigentlich hat er da nicht wirklich weiche Ziele. Der hat da kein T54 gegen sich. Leo 1 kann er eigentlich gut durchschlagen. 50B kann er sehr, sehr gut durchschlagen. Und auch die Badgehead kann er locker durchschlagen. Also eigentlich besteht da gar keine Notwendigkeit. Auch wenn man sagen muss, 170 mm in einem 10er-Match ist natürlich ausbaufähig. Aber er ist halt ein Light, ne? Wahrscheinlich hat er die auch ein bisschen zukunftsorientiert geladen. Vielleicht will er gleich rüberfahren Richtung E7 und so weiter. Auf jeden Fall hat er mit dem Goldclip dann bessere Chancen, auch bei etwas stärker gepanzerten stärker gepanzerten Fahrzeugen durchzukommen. Der war leider nicht gut gegen den 50B. Das war nur ein Crit. Ich nehme mal an, er hat irgendwie auf die Kanone getroffen. Oh, schön, schön dadurch das Buschwerk gezielt. Der ging leider daneben. Ja, einen blinden Schuss traute sich jetzt nicht noch. Steht aktuell 9:10. Leichter Vorteil für das Gegnerteam. Von der Struktur her ist es noch relativ, naja gut, bis jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Jetzt steht es nämlich schon 8:10. Badgehead 25T. Wurde die gerade zerstört von dem 1390 und sie pinkt deswegen so krass? Ne, wurde sie nicht, sie pinkt einfach nur so krass. Warum auch immer. Was macht denn der Red jetzt? Fährt er jetzt zurück zum 1390 oder nicht? Er muss noch nachladen, das ist wahrscheinlich das Problem. Ist der 1390, der scheint auch nachladen zu müssen, sonst hätte er vermutlich schon, wäre schon in Engage gegangen. Jetzt geht er aber der Norad hat auch nachgeladen. Gut umgefahren, Gunner ist kaputt. Kaputt. Ein menschliches Wesen, es ist kaputt. So, das hat er gut handeln können. Die Mediums da trauen sich aber auch was. Ausgangssituation jetzt relativ ausgeglichen, 7:8, Strukturvorteil beim Gegnerteam von ja fast 3000, ist jetzt schon eine Hausnummer, aber kann immer noch ausgeglichen werden, kann immer noch gewonnen werden, tatsächlich. Oh, schade, zu viel Glück mit dem, oh lol, die Badgehead. Da hat er Glück gehabt, dass die Badgehead sich da so festgefahren hat. Ich wollte gerade sagen, so viel Glück er mit dem ersten Clip hatte, jetzt mit dem Clip war er nicht so mega glücklich. Jetzt hat er fast nur noch schwere Panzer vor sich, bis auf die Grille und den, bis auf Grille, Ruh und Arti. Also halb eigentlich. 3 Panzer, die ein bisschen schwieriger zu durchschlagen wären, je nachdem wie sie gewinkelt sind. T30, ist das der M103 oder der, ja das ist der M103. Ja doch, wollte gerade sagen. Dachte schon, ich hätte mich verguckt. Aber wenn man nur so den Turm, den hinteren Turm sieht, M103 und T110E5 sehen sich dann schon ein bisschen ähnlich. Ich habe nämlich gerade nicht auf die Karte geguckt, sondern nur auf das Spiel geachtet.
61% hat der noch, der Gute. Oh, der war voll daneben. Ja, ein bisschen weiter unten zählen würde ich schon. Zwei Schuss raus. Vier hat er noch im Clip. 10er 10D5 steht jetzt in der Nähe vom Cap, der T30, und die Grille waren schon eine Zeit lang nicht mehr offen. Ist die Frage, wo diese beiden Panzer sich jetzt versteckt haben. Da haben wir auf jeden Fall den M103 nochmal. Der hat gesessen, schöner Schuss. Na? Er ist nicht mal dabei aufgegangen, interessanterweise. Ja, er will jetzt hier wahrscheinlich versuchen, auch zu spotten. Da ist der Ru. Wollte sich wahrscheinlich die Arti cachen. Oder catchen. Aber die Arti steht woanders. Oh, da ist der T30. Ist interessant. Das Gegnerteam rotiert gerade lieber vollends zurück, anstatt Druck aufzubauen und auf den Cap zu gehen. Der T30 jetzt vom TVP rausgenommen worden. Die Grille hat den T54 zerstört. Und Grille sowie M103 rücken jetzt vor zum FV. Der Norrit muss leider nachladen, hat aber mittlerweile auch schon fast 2200 Schaden auf den Ketten. Lädt jetzt einen normalen Clip. Hm, finde ich interessant. Also ich finde die Munitionswahl ein bisschen... Wie sage ich das am besten? Ich kann kein Muster erkennen. Also ich... Oh, da hat er Glück gehabt, dass der M103 da abgeprallt ist. Also ich persönlich würde jetzt gerade Gold laden und nicht davor. Also er hat relativ früh mit Gold gespielt und jetzt lädt er aber eine normale Mumpel, wo er auf den T110E5 fahren möchte. Ich hätte es nämlich ganz anders gemacht. Ich hätte vorher, hätte ich wahrscheinlich das, die normale Munition geladen. Da klaut ihm die TVP noch den Badgett-Kill. Und jetzt wäre ich auf Gold gegangen, weil... Jetzt habe ich halt mindestens zwei Panzer, bei denen es ein bisschen schwieriger ist, durchzukommen. Und ja, bam. Kriegt er aber schön raus, indem er in die Seite fährt. Gut gemacht. 560. So, spätestens jetzt ist er One-Shot für die Grille. Und Two-Shot für den M103. Die Grille zerstört die Grille. 2 gegen 2. TVP und... 1390 gegen Grille und M103. Der TVP hat auch nur noch 20%. Der ist ja sogar, ja, wenn der M103 gut trifft, einen guten Roll macht, ist der One-Shot, der TVP. Und von der Grille wird er sowieso mit einem Schuss weggenödelt. Also Ausgangssituation nicht besonders prall. Eher relativ nachteilig. So wie ich das gesehen habe, hat die Grille auch noch ein bisschen Strukturpunkte. Wobei man dazu sagen muss, das wird die beiden hier eher weniger interessieren, weil sie einen Magazin haben. TVP hat ein Magazin, 1390 hat ein Magazin. Wenn sie die Grille zuerst aufbekommen und zuerst schießen können oder die Grille verschießt, dann würde das den Tod der Grille bedeuten. Dann wäre die raus. Aber ist halt auch wieder ein Spiel mit dem Feuer, ne? Also bei der Grille. Gerade bei der Grille. Das knarzt. Entschuldigung, ich habe nämlich mein Mikrofon gerade ein bisschen verrückt. Ich glaube, ich sollte es mal ölen. Das ist nicht mehr so knarrt. Knarrt. Eigentlich brauche ich einen ganz anderen. Eigentlich brauche ich einen neuen Schreibtisch und einen neuen Mikrofonständer. Wirklich, ich sag's euch. So. M103 haben sie leider gerade nicht getroffen. Da ist die Grille offen. I try kill Jim. Was ist denn Jim? I try kill Jim or not. Was ist denn Jim? Hm. Was will er mir damit sagen? Ah, bist offen, bist offen, bist offen. Die Grille ist halt scheiße schnell, ne? Die Grille kann einfach mal so einen Scout jetzt hinterherfahren. Sie wird ihn nicht einholen. Aber sie kann sich in so einer Position so schnell hinfahren, dass, dass ihm dann einfach keine Deckung mehr bleibt. Sie drückt ihn so krass weg und die kannst du auch nicht gut abschütteln. Hat es jetzt aber scheinbar geschafft. Ich glaube, er hat es geschafft, sie abzuschütteln, indem man die so coole gefahren ist.
War eine gute Entscheidung. Das ist halt die Grille 15, ne? Also wenn die dir hinterher pest, guckt euch das an. Er gewinnt kaum den Abstand gegen die Grille. Aber während die Fahrt ist die Scheiße ungenau. Oh, das war ein Fehler von der Grille. Jetzt kann er die Grille rausnehmen. Ah, das wird knapp. Schuss Nummer 1. Schuss Nummer 2. Schuss Nummer 3. Jetzt irgendwann müsste die Grille nachgeladen haben. Ah, wie ich es richtig gezählt habe. Leute, ich sag's euch. Ein bisschen Spielkenntnis, dann braucht man keinen Reload-Timer. Genau in dem Moment, wo ich gesagt habe, jetzt hat sie geschossen. Oh, Selbstbeweihräucherung gerade, ne? Schlecht. Hat aber verschossen. Glück für ihn. Der M103 hat derweil den TVP rausgenommen, leider. Er lädt jetzt, finde ich folgerichtig, einen Goldclip. Finde ich die absolut beste Entscheidung, die man hier treffen kann. Gegen den M103. Selbst mit einem Goldclip wird es nicht unbedingt einfach, den Frontal zu durchschlagen. Also er sollte trotzdem versuchen, irgendwie in die Seite zu kommen. Der M103 macht aber den größten Fehler, den er machen kann. Und zwar fährt er jetzt direkt auf den Cap, fährt scheinbar irgendwie dem 1390 hinterher. Ist halt vollkommen offen. Schuss auf die Wanne, bumm, tot, alles finito. Bumm, tot, Katze, aus, wie auch immer. Ja, das war eine Runde mit dem 1390. Toller Panzer, richtig schöner Panzer. Mir persönlich hat er sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für mich einer der tollsten Light Tanks, die es so gibt. Und ich habe auch viel Freude mit dem gehabt. Wahrscheinlich werde ich mir den irgendwann nochmal in die Garage stellen müssen, glaube ich. Denn ich vermisse ihn so ein kleines bisschen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer favorisierter Light Tank der Stufe 8 ist. Oder sagt mal einfach, was welchen Light Tank ihr überhaupt am liebsten spielt. Ich habe so ein paar Hass-Light Tanks, das kann ich euch sagen. Der 5916 hat mir überhaupt nicht gefallen. Zum T-37 hatte ich persönlich wenig Zugang, leider. 1390 hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Ru 206, der Spähpanzer Ru hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und tatsächlich die ganze AMX-Reihe so ein bisschen. Ich fand die ganze Franzosen-Reihe ganz cool. Gibt da viele Leute, die beispielsweise den 1390 auch gar nicht mögen. Gibt auch welche, die mögen den 1375 nicht. Ich fand die alle sehr toll, hab Spaß mit denen gehabt. Und ich würde sagen, wir gucken uns nochmal die Statistiken an von dem eben gesehenen Spiel. Bis gleich. So, da sind wir im Statistik-Screen vom eben gesehenen Spiel von Norad 45. Das war ein Panzer, das war ein Spotter-Badge, eine Bruiser-Medaille, ein Fighter, ein Duelist, ein Firefall Effect und eine Orlix-Medal. Bekommt man, wenn man drei oder mehr Gegner ausgeschaltet hat mit einem Light-Tank. Und die Gegner müssen zwei Tierstufen höher sein als der eigene Panzer. Finde ich ziemlich cool, diese Medaille, und ist auch nicht immer ganz so simpel, die zu bekommen, weil zwei Stufen höher ist halt, sind halt Zehner, ne? Muss man schon mal hinkriegen. Was halt zerstört hat, waren übrigens der T-110-5, die Grille 15 und die Badgehead. Das waren die drei Zehner-Panzer, die er zerstört hat. Der M103 ist ja nur eine Stufe höher als Neuner. Aber ja. So, im Score schauen wir uns den Schaden an. Er ist auf dem dritten Platz mit dem Schaden, reiht sich also in illustre Gesellschaft. Er hat hier illustre Gesellschaft mit dem FV und der Badgehead. Hat sogar noch ein bisschen mehr Schaden als die Badgehead gemacht. Und der TVP war hier vom Schaden her mit der Spielgestalter. Im Gegnerteam verteilt sich das ein bisschen breiter. T-110-5, M103 und Grille waren auf jeden Fall drei sehr starke Kontrahenten hier in dem Fall. Die Badgehead Arti war auch noch ziemlich gut. Also Arti OP, 3600 Schaden von einer Arti und 3543 Schaden von der anderen Arti. Ja. So, von den Basiserfahrungspunkten her ist er aber hier der Topscorer. Klar, mit einem 8er Tank in einem 10er Match, gerade auch wenn es ein Light ist, bekommt man natürlich dann auch einen gewissen Bonus, was das anbelangt. 1533 Basiserfahrung und im Detailed Report 20 Schuss abgegeben, 19 haben getroffen, 17 sind durchgekommen. Ganz gute Rate also ganz gute Durchschlagsrate also. Und 1413 Damage hat er, Spotting Damage hat er gemacht, Play Assistant Damage heißt es ja mittlerweile. 53.664 Credits nach Abzug aller Kosten, 48.041 bleiben übrig. Komischerweise wird hier nicht die Goldmunition abgezogen. Vielleicht hat er die mal irgendwie günstiger gekauft oder weiß der Geier. Auf jeden Fall ist die hier nicht mit berechnet. Überhaupt keine Munition wird hier berechnet. Weiß auch nicht warum. Ist nämlich ein Spiel von Version 9.
1,51, also vielleicht hat er einfach keine kaufen müssen nach dem Spiel, weil er die auf Vorrat hatte oder so. Ja, ich würde sagen, das war's für das heutige Spiel, vom heutigen Spiel mit dem Amix 1390. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst mir noch ein Däumchen da und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.